Jens Spahn und Armin Laschet. Beiden Politikern wurden zuletzt Ambitionen auf den CDU-Vorsitz nachgesagt. Nun tun sich der Gesundheitsminister und der NRW-Ministerpräsident zusammen. Spahn unterstützt eine Kandidatur Laschets für den Chefposten. Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands. Zusammenführen, integratives Angebot. Solche Ausdrücke fallen häufiger bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz. Sie sind wohl auf einen weiteren Anwärter gemünzt, der nach Meinung Laschets und Spahns die Partei eher spalten könnte, Friedrich Merz. Der frühere Fraktionschef erklärt wenig später seine eigene Kandidatur und grenzt sich gleich von den anderen Bewerbern ab. Wir sind alle in einer Partei. Wir wollen, dass diese Partei wieder erfolgreich wird. Aber wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen dazu, wie das geht. Und vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten, aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU. Und dann ist da noch Norbert Röttgen, der frühere Umweltminister, der bereits vor Tagen überraschend mit seiner Kandidatur vorgeprescht war, erklärt bei Twitter, er wolle im Team mit einer Frau antreten. Einen Namen nennt er aber zunächst nicht. Der neue Vorsitzende soll auf einem Sonderparteitag im April gewählt werden.